Ein recht herzliches Hallöchen. Ich weiß nicht, wie euch was von macht. Wir machen jetzt schnell noch weiter unsere Gras-Samenschwaderung und dann werden wir auch zeitnah uns den Traktor holen. Vielleicht schon in diesem Part. Also lasst euch überraschen. Und da kommt auch schon mal die Meldung, dass der Droscher voll ist. Das ist ja wieder besser als wie es Brezelbacken. Und deswegen fahren wir noch die Bahn zu Ende. Machen hier das Dreieck noch schnell fertig, dass wir wenigstens das wegbekommen. Und daher haben wir auch schon mal da ein Pluspünktchen drin. Und daher fahren wir jetzt noch schnell den Hänger voll. Oh, das passt also noch was drin. Den müssen wir noch nach Innerbahn fahren. Und den letzten Rest kippen wir uns in Silo. Denn wir machen erstmal noch mit der Fuhre schnelles Geld. Und daher fahren wir jetzt ordentlich weiter. So, dass wir wenigstens die Fläche noch wegbekommen. Die andere Fläche runter die Droschen kriegen. Runter die Schwarz kriegen. Werden wir jetzt gleich anfangen mit pressen. So, dass wir hier ordentlich ins Geldgeschäft einsteigen können. Oder ins Heugeschäft. Werden wir hier in ordentlichen Anfang machen. Aber erstmal holen wir uns die Presse. Klappen das, das Schneidwerk auseinander. Inneren Sicht und fahren erstmal Richtung Hof, dass wir das hier erstmal loswerden. Dann holen wir uns die Presse, legen los mit der Presse und dann fahren wir auch weiter in der Hoffnung, dass wir hier ordentlich ans Geld kommen. Müssen wir uns erstmal wieder was zusammensparen. 300.000 kommt der erste Traktor, kommt der Traktor mit Tiefengrupper, kommt der Traktor mit der Seemaschine und dann haben wir auch schon mal einen Pluspunkt. Dann müssen wir uns noch hinarbeiten, dass wir unseren Drescher holen können und daher haben wir unser Ziel demnächst erreicht. Dann kommen die Tiere weiterhin, die Pferde und den ganzen Rest. Daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen, dass wir wenigstens wenigstens zeitnah uns die Technik austauschen. Wo die Technik loswerden. Und daher fahren wir den jetzt schnell hier rückwärts drin. Schmeißen die Kuhn ab und den Pöttinger und dann haben wir auch schon wieder Platz für die Presse. Die werden wir aber wie auf Graubalm pressen und daher haben wir weniger Zeitinwand auf Aufwand und daher pressen wir gleich mal mit der Presse neu die Ballen, dass wir hier wenigstens zeitnah das nächste Geld bekommen. Und daher ran mit der Presse, lassen uns das Heu fertig machen. Waschen müssen wir hier so auch mal, sieht auch wie Schwein aus und daher wirklich an und nehme ich gleich mit, dass wir wenigstens zeitnah die ersten Ballen fertig machen können. Dann können wir auch die Silage weitermachen, denn wir müssen unsere Kühe noch glücklich machen. Daher sind das eigentlich bloß Vorbereitungen, dass wir hier einigermaßen weiterkommen. Lassen wir schnell noch die Vorwände weg. In der Hoffnung, dass wir hier zügig weiterkommen und dann noch die ordentlich an Ballen kommen. Pressen wir ja wie Weltmesser jetzt und dann, wenn wir das vorher wenn wir fertig haben, schickt man den Schwar los, dass er hier vorbereiten kann, die Fläche fertig machen kann. Aber erstmal müssen wir wir uns um unseren Drescher kümmern und daher müssen wir uns erstmal sputen. Fahren ja ordentlich noch rum. Also wie es aussieht, müssen wir wenigstens noch in Vorwände ziehen, dass wir da weiter runterkommen und dazu kommen wir in den nächsten Part. Aber erstmal hier schnell fertig gemacht, dass wir hier weiterkommen. Und daher reißen wir uns erstmal hier weiter, so dass wir hier ordentlich zu Futter kommen. Aber jetzt erstmal um dich kümmern, denn der ist nämlich, warte mal, das könnten gerade so passen. Und daher fahren wir jetzt den Schwung auch gleich wieder zu Geld machen. Und deswegen reißen wir uns erstmal den A-Punkt auf, fahren rüber und dann haben wir auch schon mal ein paar Pluspunkte. Gehen auf Innenansicht, fahren die Fuhre weg, fahren den Hänger zurück, dann müsste der deutsche Ostfier voll sind. Also haben wir mal volles Programm in diesem Part und daher reißen wir was wir reißen können. Wenn es zwar nicht viel ist, aber bringt uns doch ein paar Euros. Und daher fahren wir jetzt ordentlich weiter. Drücken aufs Bleifuß, denn der ist nämlich voll. Dann müssen wir auch noch die Fläche runterpressen, runtersammeln, einladen. Und dann wird der Futtermischwagen gemacht.
dass wir hier wenigstens noch an Geld kommen, werden wir auch erstmal hier uns den Hof abrocken. Und dann kaufen wir wahrscheinlich zu 90% endlich mal, wenn wir die Fläche fertig haben, abgelesen haben. Die Grasfläche, meine ich. Und den Traktor mit Tiefengrupper. Vielleicht können wir uns noch einen zweiten holen mit der Maissäemaschine. Und daher fangen wir jetzt demnächst mit Mais an. Machen Silage draus. Und daher reißen wir uns erstmal kräftig darauf hin, dass wir hier unser Silo demnächst bauen können. Denke mal in der nächsten Ernterunde, dass wir da noch ein paar Euros machen. Ja, und dann müssen wir auch anfangen zu sehen. Verkaufen die kleine Sämaschine, dass wir da weiterkommen. Den Tiefengrupper, denn wir wollen jetzt endlich mal zügig lang hinarbeiten und zügig hinterherkommen, dass wir die Flächen hinterher arbeiten können, denn ich will die Wiesen jetzt endlich mal umbrechen. Umbrechen, dass wir da noch ein paar Euros machen, denn kommen hier noch mal gute 30 zusammen. Da sind wir bei 330, also müssen wir uns erstmal sputen, dass wir da noch ein paar Euros machen. Wenn es zwar nicht viel sind, einige werden es noch werden. Und daher reiten wir gleich wieder zurück. Es werden uns sogar 340. Fast 340.000. Das passt ja. Oh, es ruft uns unser Droscher schon wieder. Und daher tieren wir zum Droscher, laden ihn nochmal den Schwung auf. Und der geht dann Richtung Hof. Ins Silo, dass wir dann unsere Schweinchen den ersten Schwung Getreide geben können. Ja, und dann müssen wir auch demnächst mal anfangen mit Mais zu machen, das Mais-Silo vollfahren, und daher haben wir auch reichlich zu tun mit Mais. Dann brauchen wir auch eine Schwung Körnermais, und daher müssen wir uns mal dran drum kümmern, dass wir den Körnermais hingestellt kriegen. Also die drei vielleicht umgebrochen, dann haben wir die erstmal aus den Augen, und dann müssen wir die nach und nach abarbeiten. Tiefengrupper, Seen und Co. Und deswegen heißt es jetzt halt in naher Zukunft das große Geld machen mit Heu und Stroh, mit unseren Tieren, dass sie endlich mal Milch geben, dass wir dann auf 100% laufen, und deswegen müssen wir uns mal lang hinarbeiten, dass wir wenigstens hier auf den grünen Zweig kommen. So, kann der abbunkern? Ja. Und wir machen uns erstmal hier schon noch weiter, dass wir das Feuerwende wegbekommen. Ordentlich Anfang wir kriegen, reißen wir hier gleich rein, dass er die ordentlich umdrehen kann, und daher machen wir dich wieder an, fahren dich noch mal runter, und dann fahren wir mit der Presse weiter, dann sammeln wir die Bunte ab, dass wir hier weiterkommen, und daher müssen wir uns mal ein bisschen sputen, denn ich will endlich mal den Mais machen, dass wir hier noch was erreichen und was reißen. Deswegen spute ich mich eigentlich mit dem Schwaler, stellen den hier vorne hin, und dann kann der nämlich nachher in aller Ruhe weiter schwadern. Wenn wir hier so weit rangepresst sind, dann können wir hier irgendwann mal das Stroh wegmachen. Aber erst einmal müssen wir hier uns drum kümmern, dass wir den hier in Gange kriegen. Die beiden jetzt Feuerwände wegmachen, und den müssen wir nicht mal in die Werkstatt fahren, der braucht mal eine Durchsicht. Und daher müssen wir uns darum auch demnächst kümmern. Dann brauchen wir mal alle eine Durchsicht. Und daher sputen wir uns jetzt mal, machen uns die Bunte noch fertig. Deswegen reiße ich mir auch so den A-Punkt auf, und dann fahren wir endlich mal mit den Ballen in die Scheune. Laden sie in zwei Schichten ein, in Hoffnung, dass es dann richtig funktioniert, dass ich keine Dummheiten wieder mache. Und daher fahren wir jetzt schnell noch das Feuerwende fertig, und dann kann der Helfer lang hinarbeiten. Dann müssen wir halt uns um unsere Schafe kümmern und Kühe, die wir ja noch da so stehen haben. Und daher reißen wir uns erstmal drum und machen hier zügig weiter, dass wir wenigstens das Feuerwende wegkriegen, und dann holen wir uns unseren Ladewagen, machen das Feuerwende sauber, innen davon, dass wir hier noch zügig was wegbekommen oder wegreißen. So haben wir die auch schon erledigt, und dann kommt wahrscheinlich zu 90% im nächsten Part unseren Tiefengrupper mit neuen Traktor, dass wir hier in großen Boliden haben für unsere Sämaschine, dass wir jetzt hier zügig weitermachen können. Werden wir uns hier erstmal drum reißen, dass wir die Ballen wegkriegen. Und daher ordentlich um die Ecke gezogen. Und dann sind wir auch schon da.
am Schwader. Jo. Da ziehen wir die mal schön an die Seite, dass der Schwader weitermachen kann. Aber er ist jetzt gleich fertig, zum Glück. Da holen wir uns den hier schnell mal ran, fahren den noch so runter. Und dann haben wir auch schon mal einen großen Pluspunkt erreicht, dass wir hier wenigstens uns das Heu runter sammeln können und den ganzen Spaß. Und daher fahren wir erstmal mit ihmchen schnell mal Richtung Feldchen, laden uns die Bunte auf, denn ist der Part auch schon zu Ende. Ja, dann kann der Schwar loslegen, losschwaren, wir hinterherfahren mit der Presse und hoffentlich ist hoffentlich sind wir dann im Hafer drin, dass wir da weitermachen können und daher düsen wir schnell weiter, machen uns das Geld fertig. Also heißt es, nächste Runde Hafer machen und dann hier weiter pressen, so dass wir schnellstens ja, die Bunte wegkriegen oder drauf kriegen auf dem Hänger. Und daher sputen wir uns jetzt mal, machen uns die Fuhre fertig und daher reißen wir uns erstmal drum, dass wir wenigstens das hier zeitnah hinterher kriegen. Den Strohballen mit, nehmen wir mit, ja klar. Und soll ja liegen bleiben, der stört uns ja nachher plus. Aber ich denke mal, viele Bunte werden sich wehren und deswegen stellen wir uns erstmal an die Seite mit ihmchen. Was wir mit dem Traktor dann hantieren können. So, aber erstmal den hier ranfahren, abbunkern und dann haben wir die Fähre endlich mal geschafft. Und daher müssen wir uns erstmal darauf hinarbeiten, dass wir hier in diesem Part Hafer Weizen durch sind und dass wir auch gleich im Hafer verschwinden. Werden wir den Hafer anfangen, oder? Ja. Oder werden wir im nächsten Part den Hafer anfangen und im übernächsten Part die Maschine kaufen. Lassen wir uns mal überraschen. Und daher fahren wir das Rohr raus, bunkern ihn ab und machen unseren schnellstens Gras noch fertig. Ja, das ist das Sinnvollste, was wir machen können. Helfer rein, lassen ihn laufen. Die Presse hinterher. So dass wir hier zügig weiterkommen. Und deswegen schmeißen wir die Presse an. Halt, runterlassen. Schmeißen nicht an. Nehmen wir das kleine Stückchen noch mit. Und fahren jetzt erstmal hinterher. Innen hoffen, dass wir hier noch weiterkommen. Und warum hupt der dämliche Verkehr wieder mal? Weil er es kann und 5 Minuten hat. Und daher fahren wir noch unser Heu fertig. Machen hier noch einen schönen Schwart raus, dass wir es wenigstens wegbekommen. Werden wir uns jetzt zügig weitermachen. Und wir haben hier so viel liegen gelassen. Das ist doch schon chaot. Werden wir mal schnell nachräumen hier. Wieso lässt denn ja so viel liegen? Lass mich hier noch mal sagen. In der Hoffnung, dass er in der nächsten Bahn es nicht macht. Und daher schicken wir ihn gleich wieder zurück. Wir stehen schon mal so bescheiden noch. Ach, Menno. Jetzt für Helfer nicht. So. Und daher presse wir an. Machen wir die kleine Lunke fertig. Sauber. Dass wir das mitgelesen haben, weggelesen haben, und dann fahren wir auch die Bahn mit ab, dass wir hier ordentlich Futter kriegen für unsere Küchen, dass sie uns reichlich Milch machen. Und daher düsen wir jetzt hinterher, pressen, so wie es aussieht. Haben wir jetzt Rot und Jans 3 Bunte gemacht, wenn es gut läuft, machen wir uns noch ein paar mehr. Aber in der nächsten Bahn müssen wir uns halt nochmal um unseren Schwarmesser kümmern, dass der besser weiter macht. Also fährt erstmal die lange Bahn, das geht auch schon ganz gut. Und daher hauen wir uns erstmal ein paar Bunte auf dem Acker, dass wir diesen nachher wegfahren können. Und er lässt zu viel liegen. Helfer raus, dann machen wir halt noch eine Folgewende, dass er hier weitermachen kann. Aber wir kommen schon mal in die nächste Wachstumsstufe und das passt mir eigentlich schon mal ganz und gar nicht. Und daher reißen wir jetzt noch die Bahn runter, fahren die nochmal hoch.
Und dann heißt es jetzt in naher Zukunft hier ordentlich das Gras wegmachen, das Heu wegmachen und dann. Und dann heißt es dann in naher Zukunft hier ordentlich Geld machen mit den Kühen, dass wir die glücklich machen können. Daher Helfer rein, B an, machen hier schnell die Bahn fertig, in hoffen, dass wir zügig weiterkommen. Pressen wir das noch weg. Pressen wir uns noch in die Bunte hin und dann muss er dran glauben, dass wir da drüben nochmal oben umsetzen. Aber erstmal hier schnell die Bunte runtergepresst. So wie es aussieht, wird es gerade mal in Zug. Wenn überhaupt. So, dann gucken wir gleich mal, was der sagt. Helfer raus, setzen wir immer runter. So. So, dass wir hier den rankriegen. Und dann lassen wir ihn weiterlaufen und wir pressen jetzt noch schnell die Wunde weg hier. Wenigstens das Vorgewände, dass wir ein sauberes Vorgewände hinkriegen. Daher müssen wir uns da mal ein bisschen sputen. Aber tun im nächsten Part mehr. Ich danke mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mats85LP. Tschüss.